So, und damit begrüße ich euch wieder zurück zu Mittelerde, Schatten von Mordor. Und ja, wir sollen die Mission angehen, den zweiten Zwilling zu suchen. Morgor, der andere Zwilling. Das ist auch eine der Hauptmissionen. Und das werden wir jetzt mal machen. Gamepad habe ich in der Hand. Perfekt. So, der müsste hier hinten irgendwo sein. Immer schön über Stock und Stein. Dann kriegen wir mich einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal diese Herausforderungsmodi mal ausgetestet, die es als zweite Spielvariante gibt. Die funktionieren so, dass man im Prinzip da ein freies Spiel hat, dann bestimmte Zeitbeschränkungen hat und so weiter, um ja bestimmte Häuptlinge zu töten. Und ja, man kann aber nur auf die Skills zurückgreifen, die man in der Kampagne hier freischaltet. Deshalb war ich da jetzt noch nicht so erfolgreich. Aber vielleicht werden wir mal irgendwann zwischendrin reingucken. Ach, unser Buddy hat schon wieder Probleme. Hört mal, heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Diese Vögel zerfressen mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich Häuptling bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen! Guck, guck! Hast du das gesehen? Hilf mir hier runter! Man sollte vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Mir geht's gut! Hat gar nicht wehgetan! Ja, ich weiß, was du denkst, Waldläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge? Wer hätte das gedacht? Ui, ui, ui. Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Toll, bleibt wieder mal die ganze Drecksarbeit an mir hängen. Eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Okay, töte einen Berserker mit einem Vorsprungstötung. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. So, du da oben. Ach, der ist weg. Da ist er. So. Bist du ein Berserker? Ich habe keine Ahnung, wie Berserker aussehen. Hauptsächlich, weil Redback ihn getötet hat. Habt ihr das gehört? So. Okay, du warst kein Berserker. Okay. Dann bist du wahrscheinlich auch kein Berserker. Können wir dich so erledigen? Oh, guck mal! Nein, da kann ich natürlich nicht hochklettern. Wäre auch zu schön gewesen. Hast du das gehört? Okay.
Neuer Feind, Berserker. Berserker können gewöhnliche Angriffe kontern. Okay. Betäube Berserker mit B, bevor du angreifst. Okay. Ah, du bist ein Berserker. Jetzt verstehe ich. Oha. Nein! Jetzt reicht's mir! Vergessen, du bist ja ein Berserker. Also Berserker sind die mit zwei Schwertern. Oh ja, dich haben wir noch. Oh. Okay, wo ist die Übungsplattform? Da drüben. Ist erschienen. Oh. Mog. Mog. Und ich habe kaum Leben. Ach du. Töte Mog den anderen Zwilling. Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Details ansehen. Wissen wir irgendwas? Missmutig, weil er gerade nicht abzustechen gibt. Da. Leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Was auch immer Kampftodesstöße sind. Leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Okay. Aua. Nein! Das war der falsche Knopf. Ich komme immer durcheinander. Du bist gestorben. Du kannst deine maximale Gesundheit im Verbesserungsmenü aufwenden. Das sollte ich vielleicht irgendwann mal machen. Okay. Jetzt ist er wieder erschienen. Und ich habe mehr Leben. Das ist gut. Und der steigt nicht auf. Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Diesmal wird's nicht besser. Da war doch ein Geräusch. Das ist der Klang meiner Uruks. Worauf wartest du? Tu es! Ich hab's getan, wie du es gewünscht hast. Ihr braucht euch nur was zu wünschen und ich erfülle euch eure Wünsche. Hm?
Endlich! Redback ist Häuptling! Lecker, lecker, lecker. Waldläufer, wir haben es geschafft. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein... Ich brauche eine schärfere Klinge. So, Duell. Mock der Zwilling gegen Redback den Feigling. Macht aufgestiegen. Zum Häuptling befördert. Immer noch in Menü Stufe 8. Okay, Auftrag abgeschlossen. 600 XP. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Zurück an die Arbeit. Der Unsterbliche, episch. Haben wir jetzt eigentlich da irgendwie eine Rune gekriegt? Blutrache jetzt verfügbar. Ah, okay, aber ich will jetzt vielleicht erstmal hier gucken, ob hier ein Turm ist. Müsste doch garantiert ein Turm irgendwo sein. Nee, da ist kein Turm. Aber hier ist ein Turm. Und zu dem Turm will ich jetzt erstmal, damit wir ein bisschen die Karte aufpacken können. Töte die Häuptlinge. Einer von vier. Okay, jetzt aber erstmal ganz kurz. Nein, hier den Kopf. Waffen, Runen. Nein, das will ich jetzt nicht. Verbesserungen. Da haben wir zwei Fähigkeitspunkte. Schön. Was holen wir uns dafür? Explodieren lassen. Schieße auf Feuerstellen, Fässer. Ja. Was haben wir hier? Angriff von oben. Ausschaltmanöver aus der Luft. Töte unachtsame Ziele. Achso, die habe ich schon. Aufprall. Gekonterter Gegner stolpern. Das habe ich auch schon. Und Hinrichtung. Drücke YB, wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, um deine Gegner hinzurichten. Ja. Wunderbar. Damit bin ich mehr deadly als zuvor. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Dahin. Okay. Okay, der holt jetzt gleich den Alarm, aber wir wollen jetzt hier eh weg. Speed up, Baby, speed up. Entschuldigung, Jungs, ich habe jetzt nichts, ich habe keine Zeit für euch. Da hoch muss ich. Oder? Ja, das ist da. Das ist das richtige Gebäude. So, dann erneuern wir mal. Ja. Der Turm, aus Elbensteinen gebaut. Er leuchtet, als wäre er aus Licht errichtet. Gut, dann haben wir hier noch eine Quest. Zerbrochene Erinnerungen. Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum. Ach, das ist die hier. Genau, die machen wir mal als nächstes. Allerdings in der nächsten Folge. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir sehr wahrscheinlich wieder Gollum treffen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder.